Heute ist Donnerstag und wir können leider immer noch nicht viel draußen machen. Es ist heute halt leider auch wieder ein Regentag angesagt und wir müssen wieder ein Museum aufsuchen, leider. Wir fahren jetzt in das Museum. Wir fahren jetzt in das Museum Windstärke 10. Das Windstärke 10 Wrack- und Fischereimuseum Cuxhaven ist ein Museum in Cuxhaven. Es zeigt in zwei ehemaligen Fischverarbeitungshallen sowie einem diese beiden Hallen verbindenden Neubau auf ca. 4000 Quadratmeter Gesamtfläche die Herausforderungen und Gefahren der Seefahrt, insbesondere einen Teil der Sammlungen des ehemaligen Wrackmuseums und einen Überblick über 100 Jahre Fischereigeschichte. Die große Hochseefischerei in Cuxhaven seit 1908 wird mit Details an Land, von Netzmacherei bis Fischhallen und zu Wasser, von der Suche nach Fanggründen bis zu Auktionen auf den Fangdecken gezeigt. Neben dem historischen Mobiliar der Cuxhavener Lotsbrüderschaft sind hier in einem Lotsenraum Exponate über das heutige Lotsenwesen zu sehen. Außerdem werden die Katastrophen auf See dargestellt. Ursachen und Folgen von Schiffsuntergängen in der Deutschen Bucht sind Themen dieser Ausstellung. Dabei werden die Schicksale der jeweils über 400 Todesopfer an Bord der 1883 gesunkenen Kimbria und Köln 1914 versenkt, besonders beleuchtet, andererseits aber separat darauf hingewiesen, welche Schätze unter Wasser sich bei den Havarien ergeben können.
So, da das Wetter doch nochmal aufgeklärt hat und wie ihr seht, sogar die Sonne scheint, haben wir uns überlegt, nochmal schnell zur Kugelbarke zu fahren. Wir befinden uns jetzt gerade auf der Rückseite von Fort Kugelbarke, wo die Geschütztürme zu sehen sind. Das war mal früher ein Marinestützpunkt und ist jetzt ein Museum, das man auch besichtigen kann. Aber wir beschränken uns jetzt mal einfach nur auf die Kugelbarke. Ja, wir haben noch mal richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Die Sonne ist richtig schön rausgekommen. Es ist windig, es ist Nordseeluft, so wie wir es haben wollten. Ja, und haben wir halt die Gelegenheit jetzt noch mal genutzt und gehen jetzt noch mal runter bis zur Kugelbarke. Bei dem Wetter perfekt. Also wir haben gerade noch mal richtig Glück gehabt mit dem Sonnenlicht. Die Sonne, die schien gerade richtig schön durch die Wolken durch. Ich konnte mit der A74 eben ein paar richtig schöne Bilder noch machen. Habe auch einen Sonnenstern einfangen können. Also die Bilder, die blende ich euch gleich ein. Könnt ihr ja gleich beurteilen. Mit einer Blende F11 habe ich die hinbekommen. Also ich bin schon begeistert. Das hat sich gelohnt hier. Dafür, dass wir so viel Regen heute hatten, sind wir echt noch mal entschädigt worden. Das hat sich doch gelohnt, hier nochmal rauszukommen.